In der letzten Folge stieg die Mana-Festung aus dem Ozean an die Oberfläche empor. Moment mal, war das da gerade eine Kreuzung aus Terranigma und Secret of Mana? Nein! Bei Let's Play! Valkyrie! Profile! Die Pause muss ich rausschneiden. Für das Schloss im Himmel. Schloss der Hexe, versiegelt von der Schlachtenjungfer. Der Legende nach versanken sowohl Schloss als auch Hexe im Meer. Wenn das Schloss wieder am Himmel erscheint, bedeutet es, dass die Hexe wieder auf die Erde zurückgekehrt ist. Welche Hexe? Verdammt, wäre Dragon Age Origins nicht zu lange zurück, würde ich das referenzieren. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Hexe da hieß. Die Mutter von der anderen Hexe. Ich finde das cool. Dieses im Himmel erscheinende Schloss. Seit wann kann er Treppen laufen? Bis jetzt ist der nie bei mir Treppen gelaufen. Also, ganz ehrlich. Genau, meine Freunde. Die meisten Gegner hier, der Standardkrams, nicht so sonderlich gut. Ich meine, nicht so sonderlich stark und aushaltetechnisch versiert. Deswegen bringe ich jetzt zumindest die Magier mal mit ein wenig mit um. Die muss ich noch ein bisschen manuell beachten, weil die gegenüber Poison Blow doch ein bisschen resistent zeigen. Es ist gerade Aufnahmeversuch Nummer 2, weil ich genau bei dieser Gegnertruppe einen Tonbug hatte. Das hörte sich an wie wenn Call of Duty und gleichzeitig Battlefield 4. Das kommt ja bald, glaube ich. Ich würde mich gerne drauf freuen, aber ich freue mich nicht drauf, weil ich mit diesem Spiel nichts anfangen kann. Aber nein. So, was ich ganz froh bin, oder worum ich ganz froh bin, da ich hier so ein kleines bisschen... Moment, kurz auf meine Karte. Da, das hier... Nein, da wollte ich nicht lang. Da wollte ich nicht lang. Ist aber auch egal. Da ich ein kleines bisschen improvisieren musste hier, weil ich vorher einen anderen Dungeon kartografiert habe, habe ich das jetzt kurzzeitig angefertigt. Dieser Weg führt in eine totale Sackgasse. Und der ist nicht kurz, der Weg. Also, da gibt's Feinde. Da gibt's ja auch ein paar Feinde, die ein bisschen was können, wenn man so will. Aber das lohnt sich nicht, da lang zu gehen. Da ist gar nichts. Da sieht's so ähnlich aus wie hier. Auch wenn's toll aussieht. Ich finde diese dekorativen Elemente, ja, das ist so unglaublich. Lohnt es sich, die mitzunehmen? Ich gucke gerade mal. Ja, gut, ich erinnere mich doch. Und zwar... Blablabla. Ich gehe einfach mal mit... Stopp, gehört! Weil diese Standardviecher, die halten nichts aus. Ihr habt ja auch gesehen, die geben nicht so wirklich irgendwas an Erfahrungspunkten. Und ja, diese Drachen sind natürlich wieder Standarddrachen, also diese Todes-Untoten. Grey Badge, the Grey Bones! Bones! Nachdem wir seine Guard gebreakt, also seine Abwehrkraft runtergeschnetzelt haben, ist er eigentlich sehr, 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 sehr leicht zu erledigen. Problematisch wird es nur. Was heißt problematisch? Aber es wird halt ein bisschen lästiger, wenn man da die anderen Charaktere oder Gegner noch übrig lässt, weil die beim Sterben ja die anderen besetzen und dadurch stärker machen. Was ich noch nicht so ganz eruieren konnte. Ich meine, sie geben auch keine Erfahrungspunkte. Hier gibt es so gut wie gar nichts großartig Erfahrungspunkte von dem, was ich bekämpft habe. Deswegen überlege ich, ob ich einfach mit meinem Dimension Slip hier durch die Gegend ziehen soll. Okay, das kleine Vieh machen wir mit Poison Blow weg. Die Drachen haben allerdings eine andere Fähigkeit, weswegen ich sie mal kurz hier drin lasse. Boah, die halten ja gar nichts aus. Leck mich am Arsch! Aber die haben eine andere Fähigkeit, die sie ein bisschen gefährlich macht. Sie können nämlich einen Instant-Death-Angriff. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, ob sie den beliebig machen können, ob sie ihn nur dann machen, wenn sie wenig Lebenspunkte haben, oder ob sie nur dann machen, wenn sie einen anderen Drachen besetzt oder ein anderer Drache besetzt ist. Wo bin ich denn jetzt hin? Bin ich hier richtig? Ja. Schade, dass auf einer Papierkarte nicht irgendwie so ein Blinkemarker ist. Ich meine, ich müsste die ganze Zeit hier... Okay, die werde ich jetzt nicht bekämpfen. Ich müsste die ganze Zeit hier... Komm, geh schneller. Nein. Bitte nicht kaputt gehen. Lula. Es ist lästig. Es ist sehr lästig. Aber ich bin eigentlich nur diesen ganzen Weg, den ich jetzt gerade gelaufen bin, bin ich nur für diesen einen Schatz hierher gekommen. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg quasi bis zu dieser Eingangshalle, wo die ersten Gegner erschienen sind, wieder zurücklaufen. Und... ja, es ist so ein kleines bisschen lästig, dass gerade in diesem Dungeon hier dass diese Wege von nach hinten und nach vorne ein wenig, wie beschreibe ich es,
lange dauern, also bis sie nach hinten durchgegangen ist, die E-Mail sich geöffnet hat, während wir die Tür aufmachen. So, bin ich mal gespannt. Ich probiere es jetzt auch mal anders mit, nämlich mit Sapguard. Ich liebe Sapguard, gerade bei starken Einzelgegnern, weil man da auch ordentlich Badabims Damage macht. Jo, das sieht ganz gut aus. Dieser Gegner hier, ähnlich wie die anderen Chimären, sollte man möglichst flott erledigen. Deswegen ist Sapguard gar nicht mal so verkehrt dafür. Oh yeah! Gar nicht mal so verkehrt, weil Abwehrschwächung. Mystina bekommt nur eine Charge Time, ist in der nächsten, oder zumindest so wenig, dass ich mit der Ausrüstung in der nächsten Runde wieder was zaubern kann. Und dann bin ich mit dem Angriffszauber per Dreck parat. Kadabang, kadabong. Dieses Viech kann nämlich... Oh, Mithril Plate. Ausgezeichnet. Hat sich doch nicht gelohnt, die anderen Gegner, hat sich doch gelohnt, die anderen Gegner auszulassen. Guck gerade mal ganz kurz, du hattest die Mithril Plate, dann, Reflect Armor, Mithril Plate. Jo, die ist ein kleines bisschen besser. Besser spät als nie, das Ding hier mitgenommen. Also weiter im Text. So, jetzt, Moment, da, nee, da, da, ah, da, ach komm, dich nehme ich mit. Und der wichtigste Schatz dieses Dungeons, ein Flame Jewel, unser letztes Flame Jewel. Ich guck gerade mal, wir müssten jetzt eigentlich 8 Stück haben. Wenn wir jetzt nicht 8 Stück haben... Jawohl, wir haben 8 Stück davon. Dann wäre jetzt die Kacke am Dampfen, aber später. Nicht sofort, sondern später. So, war hier... Oh mein Gott, wo musste ich denn jetzt lang? Und zwar nach unten, glaube ich. Da war nichts. Jawohl, ich bin gefragt worden... Moment. War das jetzt hier richtig oder war das der Gang davor? Tut mir leid, ich habe das hier alles so auf ganz, ganz engem Raum zusammen aufgemalt und komme gerade nicht so wirklich damit zurecht. Deswegen muss man jetzt... Nee, das sieht mir hier wie die Sackgasse aus, glaube ich. Ja, das ist die Sackgasse. Den Drachen haben wir quasi auch schon mal gezeigt. Und das ist okay so. Ich wurde gefragt von RealLeg666. Bernd. Da sich das Spiel jetzt dem Ende neigt. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wir haben noch Lyseria, die hast du mal eingesammelt. Kommt die eigentlich noch vor? Was mit Lesavaleth? Der ist hier mit so einem riesen Tom-Tom-Tom-Tom eingefügt worden und ist jetzt gar nicht mehr da. Was machen wir denn damit jetzt? Shit. Anders geht's jetzt gerade nicht. Hätte mir am liebsten das Dimension Slip angezogen. Was ist denn jetzt mit diesen Enden und so weiter und so fort? Bitte weich aus. Oh, lass dich doch nicht von ihm ankacken. So ein... Ey, lass meine liebe Mystina in Ruhe. Nein, du bist der liebe Papagei, nicht der... Sie ist gefaintet worden und direkt wieder gefaintet worden. Dafür wird jetzt zurückgeschossen. Fire in the Bones. Okay. Wer? Was haben die... Was haben die mit Misty? Lass meine Misty in Ruhe. Die soll keine Kratzer haben. Die soll mir welche machen, wenn sie mir ihre Fingernägel hinten in den Rücken sticht, weil sie sich beschwert, weil Office nicht läuft, nachdem ich an ihrem Rechner Pornoseiten aufgerufen. Nein, nein. Machen wir. Es lohnt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich hier. Bitte. Huscha, huscha, huscha. Deswegen, das ist ein Aspekt, weswegen ich diesen Dungeon hier nicht so wirklich... Oh nee, oh nee, oh nee, ein Zauberer. Egal. Dagegen kann man manchmal eben nicht so viel. Scheiße. Scheiße, jetzt tut sich der Browser gerade wieder aufmachen. Okay, HP Nummer 1 ist hinüber, das ist gut. HP Nummer 2 wird wahrscheinlich ein kleines bisschen Lebenspunkte zu viel haben, weil ich jetzt nicht mit meinem... Thunderstrike. Weil ich nicht mit meinem... Zauber angreifen kann, sondern nur Babs. Und ich komme noch nicht mit meiner Leiste voll, mit meiner Energieleiste, das ist jetzt aber blöd. Der Terror herunterfahrer. Britzel. Okay, es ist ein weiblicher Gegner. Weibliche Gegner dürfen gerne Elektroschocker zur Selbstverteidigung benutzen. Da habe ich nichts gegen, liebe Zuschauer. Genau, Belenus zeigt den Bomber. Runter raushauen, sehr gut. Dann ist nur noch der schwächliche Magier übrig. Was ich eben sagen wollte. Succession Magic Icicle Edge! Was zum? Wieso kann er das häufiger? Oi!
Ja, genau, halt euch. Wir haben gerade ordentlich eingesteckt. Halt euch mehr, verdammt. Na gut, dann eben nicht. Ich habe vor dieser Folge mit meinem kompletten Geld Gegenstände eingekauft. Also, ich habe quasi alles an Items, was verbrauchbar ist. Lebenspunkte halt, vor negative Statuseffekte halt. Den ganzen Scheiß habe ich gekauft. So. Oh, Level Up. Oh, das war viel. Oh, das hat sich gelohnt. Wow. Ich bin draußen und ich habe einen Kampfbildschirm, als ich drinnen wäre. Das ist auch interessant. Interessant ist, ob ich diesen Dungeon jetzt nochmal machen muss, weil, wenn ich hier runterfalle, falle ich runter. Und, ups, und, ups, und, bitte, okay, diesen Raum müssen wir zumindest, nein, nimm das, nein, nimm es, so, okay, er hat's genommen, Gott hat's genommen und Gott wird's wieder zurückgeben, wisst ihr was? Mir ist es jetzt egal. Ich benutze jetzt den Dimension Slip, weil ich keinen Bock habe, wegen dem Scheiß hier runterzufallen. Da ist es. Sollte nicht zu viel drücken. Gut. Und weiter geht's. Nämlich diese Knaben da unten, die mir dann. Doch. Oh. Nein! So, Moment. Springen wir da. Nein! 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 Ich habe mir nicht notiert, was da drin war. Aber wir haben ein Quad Gem. Nervös. Ach so, nein, springen wir der hier. Moment, ich werde die Harp hier da töten. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Harp hier getötet habe, weil die haben ja doch ganz gut Erfahrungspunkte hinterlassen. Bis. Gleich. Egal. Einen ganz, ganz ernst gemeinten und herzlichen Rat meinerseits an euch, wenn ihr gerade diesen Raum hier macht, weil der davor war Kinderkacke, zumindest wenn es um das. Upsala. Wenn es um das Einsammeln sämtlicher Schätze hier geht, haltet das scheiß Steuerkreuz permanent nach oben gedrückt, wenn ihr den Zenitpunkt des Springens spätestens erreicht habt, damit er euch hier dranhängt. Es ist nicht so, was heißt wichtig, aber es ist nicht so essentiell. Also es ist wichtig, dass man nicht vielleicht unbedingt direkt das Steuerkreuz nach oben drückt, weil man sich sonst direkt an die Kette hängt, wenn man hochspringt und dann vielleicht noch im Explosionsradius ist, was scheiße ist. Was auch scheiße ist, das ist der schlimmste Sprung von allen hier. So, aber lasst euch geraten sein, macht das so, das so, das so. Ansonsten werdet ihr runtergeschleudert. Ich habe diesen Raum geübt. Ich habe diesen Raum geübt ohne Ende. Komm ich da oben lang? So, jetzt. Und jetzt, seht ihr, das meinte ich. Hat zwar noch funktioniert, aber ich, bisschen näher an der Truhe gestanden, wäre ich jetzt wahrscheinlich nach unten gefallen und müsste alles nochmal machen. Ich kann vielleicht eine gewisse Fail-Compilation hier nachreichen. Aber das ist der schlimmste Punkt, der schlimmste Bereich des kompletten Schlosses. Ich habe ihn überstanden, ich bin glücklich und der Rest ist mehr oder weniger straightforward. Hier haben wir kleine süße, wie sagt man das, Schmetterlinge? Oh! Stimmt, kein Wunder, ich kann sie nicht vernichten, weil ich hier erstmal meinen Dimension Slip wegstecken muss, weil wir müssen jetzt hier Grave of the Fireflies. Oh mein Gott, also heute sprudeln die Referenzen, aber wie sonst was. So, mein Gott, es ist lästig, aber es ist machbar. Ich hoffe, sie vervielfältigen sich nicht. Habe ich ihn erwischt? Jawohl! Nämlich, nicht wie in der Salerno-Akademie, wir müssen hier kein Gift oder irgendwas sammeln, sondern müssen Viecher weghauen für 80.000 Event-Experience, notwendigerweise. Während wir hier... Ey, nicht ins Menü gehen. Was war der Knopf nochmal zum Menü gehen? Egal. Hier ist es ein bisschen lästig, hier sind diese Einfrierungsviecher. Komm, geh da raus! Nein, wir wollen nicht einfrieren, wir wollen umhauen. Wir wollen vernichten. Wer? Okay. Come on, den habe ich sowas von getroffen. Ja, ich weiß, der hat mich auch sowas von getroffen. Ich mag ja diesen Garten, mag ich sehr, aber ich mag diese komischen Eisfritzen nicht. Was zum? Nein! Ich glaube, die vervielfältigen sich auch, diese Schmetterlinge. Die kommen aus mir raus. Lass mich raus. So, töten, tot. Töten, tot. Gut. Wir machen Fortschritte. Töten. Okay, hört auf. Ich muss nämlich springen. Okay, weggeschnetzelt. Wer? 80.000 Event Experience.
Scheißraum Nummer 2 erledigt. Und hier. Yeah, Deo. Die Deo-Truhe. Ich speichere bis gleich. Sehe ich Saturne um mich herum kreisen? Muss wohl. Okay, damit haben wir das Schlimmste. Oh, hier ist, glaube ich, gar nichts. Gut. Damit haben wir das Schlimmste. Das Schlimmste aller Schlimmen haben wir quasi geschafft. Ach, was soll's. Nimm mit. Da will ich noch eben was anderes anziehen und dann hauen wir den Typ um. Den haben wir, glaube ich, eben von... Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Haben wir den von der anderen Seite? Nein. Ja. Anderen Seite gesehen oder... Sonst ist es komisch, dass er in meine... in die andere Richtung. Okay, das Mysterium ist gelüftet. Die Viecher können den Instant... Nee, das ist ein anderer Raum. Ja, wusste ich doch. Können den Instant Death Strike nach Belieben durchführen. Und bisher hat er immer getroffen. Aber dafür hat Guts mal wieder funktioniert. Zumindest bei Mr. Lolfer. So. Die kennen wir, glaube ich, auch schon. Zumindest die Harpien haben wir schon mal gezeigt. Von daher... Ja, die Harpien lohnen sich. Sowas von. So, hier haben wir noch einen kleinen Mini-Plasma-Beißer. Oder auch nicht. Genau, die kennen wir noch. Leider. Aus dem mistigen Garten Uneden. Das ist unedenhaft. Deswegen weg damit. Ja, dem Lucifer ist auch aufgefallen, dass das eine Standardgegnerart ist, die früher zu meinen Hassfeinden gehörte und auch nicht mehr unbedingt viele Erfahrungspunkte für die Krassität, die sie haben, hinterlassen. So, nämlich, sobald zwei davon oder mehr da sind, sieht das nicht mehr ganz so gut aus, möchte ich mal sagen. So, den roten Feuerbrenner. Haunty Boy, den werden wir jetzt... Oh, wir haben sogar einen Schatz aus ihm rausgeprügelt. Okay, wir lassen ihn mal kurz angreifen, um zu sehen, was er denn kann. Boah, er kann Sandkastenborgen kaputt hauen. Zum Glück haben wir eine Rechtsschutzversicherung. Okay, Belenus, du darfst ihn jetzt zeigen. Das lohnt sich doch nicht. Das lohnt sich doch nicht, deinen komischen spektralen Schild auszupacken. Wenn nicht der Belenus, der kommt in der... Von hinten! 96? Okay, dann steh hier. Dieser Bereich hier sieht zwar cool aus. Also, ich meine jetzt nicht, dass ich draußen bin und wieder Kampfbildschirm habe von drinnen. Nein, ich meine, es sieht cool aus, wie das draußen aussieht jetzt hier halt. Aber, das ist leider ein bisschen Copy-Paste-mäßig hier aufgezogen worden. Ich meine, man hat so ein Treppengeländer. Dann kommt sowas hier. Hoppala. Den wollen wir umgehen. Dann kommt sowas hier. Verdammt, der andere hat sich getarnt! Sauerei! Diese Gruppe war tricky. Diese Gruppe war sehr tricky. Zwei Mandragoras, eine vorne, eine hinten. Zwei Drachen, einer vorne, einer hinten. War tricky. Doch werden wir es schaffen, der Hexe Einhalt zu gebieten und sie in den verwunschenen Wald zurückgeschickt zu schicken. Ich sollte aufhören zu reden. Bei Let's Play Valkyrie Profile. Danke fürs Kommentieren und Bier servieren. Bis dann. Ciao.